Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich habe ich ja gestern gesagt, dass ich dann heute den Feldforschungsdurchbruch zeige. Aber jetzt hat sich wieder alles verschoben, weil ich euch was anderes zeigen möchte. Wieder mal aus aktuellem Anlass. Wir tippen hier mal dieses Knilz an, damit ihr einen schönen beschneiten Hintergrund habt, während ich rede. Und zwar geht es um die Safari-Zone in Brasilien. Genauer gesagt, es war wieder mal Safari-Zone in der Stadt Porto Alegre. Und es ging jetzt das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag, 3 Tage lang. Konnten die Leute also dorthin, konnten daran teilnehmen. Da gab es 3 verschiedene Zonen, wo man sich anmelden konnte. Man hat natürlich wieder ein Ticket benötigt, konnte dann dort spielen. Es sind verschiedene Sachen aufgetaucht. Da gab es dann Relikan, also als kontinentales Pokémon, was dort erschienen ist für die Leute, weil die das vorher dort nicht hatten. Es gab viele Plaudergei, es gab viele Scaraborn, weil die wahrscheinlich immer dort sind. Und dann gab es natürlich auch wieder neue Inkognito-Buchstaben, die das Wort Porto Alegre bildeten. War also eine ganze Reihe voll und ich glaube, eigentlich habe ich alle davon, aber das L fehlt mir, glaube ich. Was es sonst noch so gab und wie es dort vielleicht aussah, beziehungsweise wollte mal die Ausbeute zeigen von einer Kollegin, die dort gespielt hat, die ein Ticket hatte und die eine riesen Ausbeute hatte, die ich richtig mega fand. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, ich darf euch leider nicht verraten, wer das ist und wie die heißt, aber sie hat eine Übersicht gepostet gehabt, was dort so gab und was sie da so gefangen hat. 44 Enton, es gab ja Shiny Enton, wurde da veröffentlicht. Gab es dann auch weltweit das Wochenende vermehrte Spawns und 44 Shiny Enton hat sie bekommen, als sie dort gespielt hat. 4 Shiny Pfiffchen, die saßen auch vermehrt da, also überall Pfiffchen, auch überall Ammonitas. Man konnte von einem Ammonitas zum nächsten laufen, da hat sie auch 4 Shiny Ammonitas bekommen und ich habe immer noch keins. Ich warte immer noch drauf, ich habe das Amoroso, das habe ich mir mal getauscht, aber das Ammonitas fehlt mir immer noch und ich hoffe, dass irgendwann nochmal so ein Gesteins-Event kommt, weil Community Day wird es wahrscheinlich nicht geben, wenn die Dinger eh schon im Spiel sind. Ein Magnetolino, hey, ein Magnetilo-Shiny hat sie also auch bekommen. Ein Shiny Pikachu, ein Shiny Mediti, ein Fukano-Shiny aus dem Ei. Fehlt mir auch noch, habe ich auch nicht. Ein Shiny Schwalbini hat sie noch bekommen und ein Shiny Raupi. Und das ist richtig heftig, richtig krasse Sache. Wir haben da mal hier noch Bilder direkt, dass ihr das auch alles glaubt, dass das alles stimmt. Ihr seht also die ganze Seite voller Enton, dazwischen ein paar Pfiffchen, ein Magnetilo, ein Raupi, da Ammonitas dabei, Pikachu, nochmal Pfiffchen, weiter ganz viele Enton, 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 wohin das Auge blickt, Schwalbini, Pfiffchen, Mediti, Ammonitas, Fukano. Hey, da ist ja sogar ein Zickzacks dabei und Zobiris. Und Schwalbini, aber gut, die waren wahrscheinlich noch von davor, denn da ist ja auch ein Barschwar, was sicherlich von dem Barschwar-Tag war. Und ja, das sieht man natürlich, das Schwalbini-Zickzacks, das Höhen-Event, läuft ja jetzt auch noch, aber glaube ich nur noch bis morgen Abend oder so. Dann ist das auch vorbei, da ist die Chance, dass ihr das bekommt, also ein Shiny-Zickzacks, ein Shiny-Schwalbini, natürlich dann auch geringer. Aber fand ich richtig genial und richtig beeindruckend, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Safari-Zone, wo ich jetzt selber auch anwesend war, wo man natürlich kein Ticket gebraucht hat, aber dann sieht man den Unterschied, wie es dort abgeht und wie es hier immer so abgeht. Aber dazu wollen wir gleich noch was sagen, denn dann melde ich mich zurück wieder in den Bildschirm, damit ihr da einfach einen schönen Pokémon-Hintergrund habt. Es war ja schon am Barschwar-Tag auch so, dass man gehört hat, dass wir in Europa einfach benachteiligt sind, weil wir zuerst da reingeworfen wurden ins kalte Wasser und nur eine Rate von 1 zu 40 hatten, was die Shiny Barschwar betraf, und alle anderen, die diesen Quest-Tag danach erlebt hatten, hatten eine Rate von 1 zu 20, die hatten also, es war also doppelt so hoch, die Chance, da einen Shiny Barschwar zu bekommen. So, wir tippen mal das Wingull an, damit das noch ein bisschen rumfliegen kann. Das sieht man nämlich gar nicht, weil das auch weiß ist. Und wenn ich das vergleiche, damals Safari-Zone Dortmund zum Beispiel, da war ich ja auch, hat mir da auch ein Hotel gesucht, bin da auch den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag rumgerannt.
Freitag, genau, Freitag bin ich ja schon hin, Freitag, da war ja noch nichts. Das ging, glaube ich, nur 2 Tage, diesmal aber 3 Tage. Da war ich ja auch da, da wurde damals ja auch Shiny Roselia eingeführt. Man ist da durch den Park, ich habe einen Shiny Lavita bekommen, weil die dort überall rumgesessen haben. Shiny Pikachu gab es natürlich auch, Shiny Roselia an jeder Ecke. Das war richtig cool, das hat auch Spaß gemacht, war auch ein Riesenpark, eine Riesenfläche, gratis Trinkwasser für jeden, hey, an der einzigsten Stelle im Park, wo man jedes Mal wieder hin musste. Das war auf jeden Fall sehr cool, deswegen mag ich und liebe einfach diese Safari-Zonen. Leider Brasilien zu weit gewesen, aber in Deutschland wird sicherlich auch wieder eine kommen, dieses Jahr hoffe ich zumindest. Und da werde ich natürlich am Start sein, insofern mir das möglich ist, denn bisher war man ja immer bei allen Dingen dabei, auch als es damals war in Oberhausen oder Gera, selbst in Prag, als das da war, da gab es ja auch eine, wo es auch wieder verschiedene Buchstaben gab, dieses Europe, oder bei der Make in Effort, wo es die Buchstaben MAG gab und dieses Ausrufezeichen, was wirklich sehr selten ist und viel noch gefehlt hat. Und ja, deswegen Safari-Zone immer richtig genial. Und da war ja auch noch eine in Yokohama. Da gab es dann natürlich auch Sandan, Shiny, wie Sand am Meer. Da haben auch etliche zugegriffen, habe ich gehört. Sind da rausgegangen mit 10, 20.000 Shiny Sandan. Die sind weltweit dann freigeschalten worden, aber ich habe hier noch keinen großartig gesehen, der eins hat oder der eins gefunden hat, weil die spawnen ja auch nicht. Und bei Anton sah das jetzt anders aus, weltweit freigeschalten, dann saß das mal da und da und da an der Ecke. Ein paar Leute haben schon eins bekommen, aber das ist jetzt wieder auch zurückgeschraubt worden. Aber richtig coole Sache natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, zu so einem Event zu fahren, zu so einer Safari-Zone. Nicht nur, dass man dort einfach 10 Millionen Menschen trifft, die genauso süchtig sind wie man selber, die alle dem gleichen Hobby nachgehen und einfach immer eine tolle Stimmung da herrscht, das immer toll aufgebaut ist. Dann gibt's Giveaways, da gibt's sonst was. Ich habe da auch ein Video gesehen von Pokemaster Holly, wie die dort rumgelaufen ist über das Gelände, wie das dort alles aussah. Das war richtig tolles Wetter natürlich. Da waren diese Team-Lounges wieder aufgebaut. Ihr konntet da hin. Da gab es auch wieder Poster, Cappies und natürlich lauter verrückte Menschen. Das macht natürlich Spaß, dort zu spielen bei so einer Sache. Ich kenne das alles also auch von Dortmund. Das war die erste große richtige Safari-Zone, bei der ich war. Bei anderen Sachen, da gab es natürlich so bei Oberhausen, das war ja so, da war es ja mit Ticket, aber da hatte man natürlich keins bekommen, weil der Andrang so groß war und das war alles nur in diesem Einkaufszentrum. Aber diesmal war es richtig genial in Dortmund, weil man einfach diese große freie Fläche hatte und auch in der Stadt sich verteilen konnte. Und Brasilien war es so ähnlich, hatte diese große freie Fläche, trotzdem mit Ticket, aber in der Stadt war wohl genauso viel los und war eine coole Zeit, wie ich gehört habe. Die Leute sind begeistert, haben sich gefreut, freuen sich auf die nächste und ich natürlich auch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, wo wieder mal was angekündigt wird, wo was durchgeführt wird. Und ich denke mal, zu 100% wird dieses Jahr 2019 auch wieder hier in Deutschland irgendwas kommen. Ich hoffe nicht so weit weg. Erfurt war genial, da ist man eine Stunde hingefahren. Also wenn man jetzt mit 200 über die Autobahn brodelt, da ist man halt hingefahren und war dort und das war nicht so weit. Das war richtig genial. Dortmund musste damals 4 oder 5 Stunden fahren. Das war schon eher beschissen, aber andere, gut, die kamen da von sonst woher, da waren Spanier dabei, da waren Franzosen dabei, da waren Japaner dabei, da war alles dabei. Alle von der ganzen Welt sind gekommen, sind angereist und das lockt immer die unterschiedlichsten Leute an. Deswegen, richtig gute Sache, die Safari-Zone in Brasilien, in Porto Alegre, nun also vorbei. Wieder mal ein richtig dickes Event und Niantic hat es ja schon angekündigt gehabt. 2019 war das beste Pokémon-Jahr. Deshalb sind wir gespannt, was noch alles auf uns zukommt, welche Events wir noch erwarten können, welche Veranstaltungen wir noch erwarten können und wo es noch weiter Safari-Zonen gibt. Vielleicht gibt es ja sogar mehrere. Das war ja damals auch ein bisschen aufgespalten, dass man eben die Möglichkeit hatte, da auch nach Amsterdam zu gehen, nach Prag oder nach Gera oder nach Dings, diese verschiedenen Einkaufszentren, alles. Da waren immer so kleine Sachen, wo dann auch Kangama verfügbar war hier,
und alle Leute dahin gerannt sind. Also wer weiß, was da alles noch in den Köpfen vorgeht und was da alles geplant ist. Ich würde sagen, abwartende Bier trinken. Wer das nicht mag, trinkt halt Tee. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wollte euch eben nur mal kurz meine Meinung zu den Safari-Zonen sagen und einen Einblick über die Ausbeute und wie krass das da abgegangen ist. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.